Ja, willkommen zurück zum Boxenstopp. Taufen wir das heute einfach mal im Thema Boxenstopp. Ja, zu dem Thema Micropayment nochmal zurückzukommen, was ich gerade auch schon in einer kurzen Pause angesprochen habe, mit GTA sich alles freizukaufen und das Ganze. Wo ich ganz ehrlich sage, wenn ich so ein Spiel habe, levelbasierend, wo ich mir durch Missionen was freischalte oder durch einen Spielefortschritt, da, wo ist bei mir denn noch der Spaß, wenn ich sage, ich will mir das alles erspielen? Ja, wie gesagt, das ist immer, das bleibt ja, ich sag mal, in Anführungsstrichen bleibt das ja immer jedem selbst überlassen, ob ich mir jetzt, sag ich mal, zum Beispiel bei GTA alles kaufe, jetzt was, ich sag mal, in Anführungsstrichen, jetzt, für mich ist es halt moderne Schienen, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich kann es für 10 Euro oder 20 Euro, 24 Euro, kann ich mir 2 Millionen kaufen, kriege ich damit alle Waffen etc. pp. Das ist für mich moderne Schienen. Cheaten jetzt in Anführungsstrichen jetzt halt, wie gesagt, alle Waffen etc. Nicht jetzt irgendwie, dass ich durch die Welt fliegen kann. Das ist für mich modernes Schieden. Spielspaß natürlich bleibt jedem selbst überlassen, weil wenn ich es kaufe, ist jedem selbst überlassen, ob ich damit noch Spielspaß also habe. Also ich für mich habe die Erfahrung gemacht, weißt du? Ich habe Skyrim gespielt, ich habe es zum Erbrechen durchgespielt, ja? Und da habe ich mir irgendwann mal gedacht, dann habe ich damit angefangen, habe ich zu Zufall ein Video entdeckt auf YouTube, wo man einen Glitch ausgenutzt hat, wodurch man Waffen mit mehreren Millionen Schaden hat. Mhm. Egal wie stark der Gegner war, egal wie schwach die Waffe war, du hast die Gegner mit einem Schlag hingerichtet. Mhm. So. Das hat mir auch irgendwann keinen Spaß mehr gemacht, weil klar, du konntest alles sorgenfrei durchspielen. Aber wo bleibt die Herausforderung? Ja. Wo, Beispiel, ein ganz kleines Beispiel. Ich habe ein paar Mods installiert, wodurch beispielsweise ich mehr Geld irgendwann hatte oder volle Rüstung, also die Rüstung und so alles auf Maximum. Mhm. So, ja, aber Mod ganz ehrlich, bei dann PC spielst du Singleplayer ist ja normal. Ja, aber weißt du was? Das waren halt OP-Mods, einfach mal um sie auszuprobieren. Klar, so. Nicht irgendwelche Mods, die Spielwelt verschönern oder dir kleine Hilfen geben, wie beim Schlossknacker oder so. Sondern wirklich Mods, wodurch du kein Leben mehr verlierst oder unendlich Leben hast und so. Das hat, glaube ich, jeder mal gemacht. Und da ist es dann so, da war es für mich dann so, es hatte gar keinen Sinn mehr zu spielen. Weil ganz ehrlich, du spielst, du gehst in einen Dungeon nicht nur um ihn zu entklar. Es ist unglaublich genial, neue Dungeons und sowas zu entdecken, weil die sehr viele Geheimnisse haben in Skyrim. Mhm. Unglaublich viele. Ich würde es jedem ans Herz legen, auch wenn er sagt, das ist nicht mein Genre, dass er wenigstens mal Skyrim anfasst, weil Skyrim ist eines der besten Spiele, die je rausgekommen sind. So. Ja, aber ich sag mal, in Anführungsstrichen hat es jeder halt mal gemacht, so zu cheaten oder irgendwie so. Aber weißt du, für mich... Ich hab's dann auch nicht lange gemacht, weil für mich hat's keinen Sinn mehr gemacht, in den Dungeon reinzugehen. Weil weißt du gehst da rein, um am Ende eine Belohnung zu bekommen. Aber die Belohnung war scheiße, weil du wusstest, ich brauche keine gute Rüstung mehr, weil ich eh kein Leben mehr verliere. Mhm. Ich brauche keine gute Waffe mehr, weil die Leute nach einem Schlag umfallen. Ich brauche kein Geld mehr, ich muss es nicht verkaufen, weil ich unendlich viel Kohle habe. Da ist der Spielspaß verloren gegangen, um 0,5. Ja, aber da sind wir aber wieder beim Punkt, wenn ich jetzt sage, zum Beispiel, ich kaufe aus dem Store irgendwie, keine Ahnung, eine Karte, wo ich dann im Spiel in Game-Währung von 2 Millionen habe, bleibt das jedem selbst überlassen. Das ist ja das, ne? Was meinst du, wie lange ich bei Battlefield... Sagen, bevor du zu Battlefield kommst, wir haben ja zusammen auf The Witcher gespielt. Ja. Wir haben die Rüstungen regelrecht gefarmt. Die haben immer miteinander verglichen. Hey, hast du die schon? Und wie ist sie? Ja, ich bin da auch bald, ich kann sie auch bald tragen. Ich muss dazu sagen, ich habe die Rüstung jetzt, ich habe das Schwert jetzt von der Katzenschulenrüstung. Hast du ein bisschen langsam geworden? Ich mach so viel Schaden, dass ich mittlerweile die Schwierigkeitsstufe hochgedreht habe. Weil es mir sonst, ich habe keine Herausforderung. Was bringt es mir, wenn ich einen Gegner habe, der mit einem Schlag weg ist? Entschuldigung. René, weißt du, was ich schauen will? Hm? Ich will schauen, ob ich vor der letzten Mission die Schwierigkeit auf ganz hoch stellen kann, ob ich dann die Trophäe kriege für Spiel auf höchste Schwierigkeit durchspielen. Ich glaube nicht. Ich glaube, da musst du, glaube ich, geht, komplett bei manchen Spielen geht das nämlich. Ich habe versucht, es geht nicht. Und ich muss auch sagen, also der letzte Endgegner, der letzte Teil der Story, der hat's in sich, der hat's wirklich in sich. Aber nicht Spoiler. Bei The Witcher ist das, bei Rollenspielen ist das auch so. Das ist,
wenn du dann stärker bist und Gegner mit einem Schlag tötest, dann ist das auch ein Beweis dafür, was du dir erarbeitet hast. Ja. Und dann ist der Spielspaß trotzdem immer noch da, weil du bist in dem Wissen, du hast es dir nicht gecheatet, du bist in dem Wissen, du hast es dir erarbeitet und schlägst die Gegner mit einem Schlag nieder und du hast ein Grinsen im Gesicht. Es gibt auch diese Leute, ein Arbeitskollege, ich möchte ihn jetzt nicht namentlich nennen, hat sich auch eine PlayStation 4 geholt. Hat sich auch, wie gesagt, von Destiny geholt und hat sich sozusagen ziehen lassen. Aber Flex, zieh nicht mal in Erwägung, dass wir mit dem spielen unter keinen Umständen. Nein, nein. Ich sag's nur. Der hat sich einfach, der hat sich ziehen lassen. Da geht zu den Leuten, hilf mir mal hier. Startet die Mission auf schwerste Stufe, damit er die ordentliche Portion Punkte bekommt. Das verstehe ich nicht. Oder hier zum Beispiel, ich habe einen bei mir in der Liste gehabt, hat zum allerersten Mal Diablo 3 gespielt. Ich habe Stunden investiert, damit ich auf Paragon Level 250 komme. Der hat das vielleicht gerade mal 3 Stunden, kommt bei mir in die Lobby rein und ist Paragon Level 500 irgendwas, wo ich nur gefragt habe, hallo? Wie? Was? Wo? Ja, ich habe einen Kumpel gehabt, der hat mit mir geglitscht. Ja, ich so, super. Toll. Darum geht es nicht in dem... Es geht für mich im Spiel darum, ich suche die Herausforderung. Genau. Weißt du, natürlich... Die Herausforderung natürlich und den Spielspaß natürlich. Weißt du, natürlich versuche ich sowas auch manchmal. Aber nicht, dass es gleich das ganze Spiel... Da fühle ich wieder Skyrim an. Also, bei Skyrim gab's. Nein, da brauchst du nicht mit Skyrim anfangen, da brauche ich jetzt einfach nur noch mal der Witcher sagen, wo wir das mit den Muscheln herausgefunden haben. Ja. Wir haben ein bisschen Geld gebraucht, wir haben uns dadurch ein bisschen Geld geglitscht, aber wir sind nicht hergegangen und haben ein paar hunderttausend geglitscht. Nein, wir haben uns 10.000, 12.000 Euro geglitscht, dass wir da ein bisschen klarkommen. Ja, vor allem also aber dieses viele Geld nützt dir nicht direkt was im Kampf gegen die Monster, wenn du schon eine sehr gute Rüstung hast oder sowas. Also durch das ganze Spiel hinweg hilft dir das einfach flüssiger zu spielen, weil du keine Geldnöte hast oder so. Ich find's leider nur schade, wenn es wirklich Leute gibt halt, die dann, sag ich mal, irgendwie eine Möglichkeit sehen, in Spielen halt relativ zügig irgendwie an Ingame-Währung zu kommen, die es dann wirklich ausnutzen und dann bis zum Erbrechen dann ausnutzen. Das ist für mich halt, und dann ist für mich halt und einfach dann angeben, alles gegeben. Ja, ich bin schon da, Das ist für mich halt kein Spielspaß mehr gegeben, weil dann kann ich auch komplett dann weil dann kaufe ich mir das Spiel auch nicht. Genau. Ich fand das ja bei The Witcher toll, wenn du die Schwierigkeitsstufe auswählen konntest. Hast die Möglichkeit gehabt, schön gemütlich durch die Geschichte. Oder dann gab es halt die Schwierigkeitsstufe mit Blut Schwert und Schwein. Nee, Blut und Tränen. Blut und Tränen war das. Das war dann halt etwas, wo du musstest halt was leisten, du musstest halt vorankommen, um die Quest zu machen, und dann war halt auch die Belohnung. Und das ist meistens so, was nutzt mir die Ingame-Währung beim Rollenspiel, wenn die beste Rüstung, die besten Waffen sowieso durch Quests gefarmt werden muss? Ja. Oder Quests die Teile. Farmen oder gefunden werden müssen einfach. Ja. Und Farmen. Viele sagen, du farmst ja nur, das ist ja wie Cheaten, wo ich sage, Moment mal. Nee. Wenn ich mir ein Spiel angucke, zum Beispiel, was ich jetzt hier spiele, ist ja Final Fantasy Realm Reborn. Da musst du halt für ein bestimmtes Schwert, musst du so und so viel Blut von dem Monster haben. Was machst du? Du suchst dieses Monster, wo es spawnt und farmst es sozusagen nieder. Ja. Das ist Sinn des Spieles, das gehört halt dazu. Aber es gibt ja wiederum Spiele, wo du dich halt dumm und dämlich farmst, um halt eine Stufe in deinem Beruf aufzusteigen. Ja. Ja, das ist dann auch wieder. Das stimmt. Geld ausgeben, ich sag's immer wieder gerne, für ein gutes Spiel. Ob ich da jetzt monatlich Abo bezahle, oder ob ich dafür, wenn es wirklich heißt, das Spiel kommt raus, kostet aber 100 Euro. Wenn ich weiß, das Spiel ist gut, dann zahle ich die 100 Euro gerne. Aber dann will ich deswegen auch was haben, was mich stundenlang fesselt. Deswegen gibt es auch Reihen, weißt du, da weißt du, da kommt ein neues Spiel raus und du weißt, es wird gut und du holst es dir sofort. Fallout 4. Ja.
Fallout bei euch. Bei mir wird es immer Elder Scrolls, Pokémon, sowas sein, wo du einfach weißt, diese Entwickler, die haben noch nie was Schlechtes fabriziert. Und wenn da das nächste Spiel mit genauso einer Liebe zum Detail herauskommt, dann kann das nicht schlecht werden. Dann brauche ich mir auch keine dritte Meinung einholen, da reicht mir meine eigene. Dann brauche ich mir auch keine Reviews anschauen, da hole ich es mir bei Release. Ja gut, das stimmt. Ja, klar. Assassin's Hitman. Creed. Ich bin Hitman-Fan. Ich bin wirklich, ich hole mir das neue Hitman was raus. Ich habe alle Hitman-Teile gesuchtet. Mir hat das immer Spaß gemacht, weil dieses, such dir deine Taktik aus, wie du vorangehst. Such dir deine Taktik aus, du hast die Wahl, wie du es machst. Das ist auch bei Dishonored so. Ja. Dishonored. Du durchspielen, ohne auch nur einen einzigen Menschen töten zu müssen. Das wird beim zweiten Teil auch wieder so sein, deswegen freue ich mich auch so. In Dishonored 1, boah, das habe ich so gefeiert, allein dieses Steampunk-Version. Bei Hitman, da hast du, bei Hitman hast du eine Mission gehabt, da solltest du den Opernsänger eliminieren. Mhm. Du hast mehrere Möglichkeiten gehabt. Du hast gesagt, zum Beispiel, der wird erschossen auf der Bühne mit einer Attrappe. Mhm. Tausch die Attrappe gegen eine echte Waffe aus. Oder vergifte seinen Kaffee oder seinen Becher, den er da stehen hat. Oder du weißt, so wo er steht und du hast den Plan. Ja. Du präparierst das Bühnenbild so, dass es, wow, oder? Ihn auf den Kopf fällt. Oder du befestigst an den und den Ort eine Bombe. Du hast halt deine Entscheidung. Ja. Du kannst auch beispielsweise, dann ist auch wieder bei dem, was du gerade gesagt hast, der Aspekt, gibt es Zeugen? Wenn du ihn offen erschießt, gibt es Zeugen. Eben. Musst du alle umlegen. Ja. Wenn du ihn heimlich umbringst, gibt es keine Zeugen. Ja. Spiel gibt dir so viele Möglichkeiten, das ist unfassbar. Bei Assassin's Creed sind die Leute ja da in eine Falle reingelaufen, weißt du? Bis Ezio Fiverr war es. Sorry. Und dann ist Ubisoft da auf die Call of Duty Schiene umgestiegen. Mhm. Auf die EA-Schiene. Weißt du? Wir stecken keine Liebe mehr in das Spiel. Wir versuchen jedes Jahr ein neues rauszubringen mit einem Setting, das auch noch so unglaubwürdig ist. Das ist das, was mich bei Black Flag so gestört hat. Dass du kein richtiger Assassine bist. Trotzdem war es ein sehr gutes Spiel, muss ich sagen. Ganz ehrlich, es ist ein gutes Piratenspiel. Fertig. Ja. Ja, ich war damit sehr enttäuscht. Also meins war es leider nicht. Ja, Ubisoft hat den Namen Assassin's Creed nicht verdient. Mhm. Gut. Ja gut, da gibt es etliche Spiele. Hätte so nicht verdient. Es gibt jetzt zum Beispiel, wie schon gesagt, du hast gesagt, du weißt, der Spieleherrscher hat jahrelang gute Spiele rausgebracht. Ich muss ist eins ansprechen, und da blutet mir auch das Herz, Final Fantasy, das ist halt so meine Lieblingsspielreihe. Habe ich 7, 8, 9, 10 gesuchtet. Aber bei dem Teil auf der PS3, da habe ich mich gefragt, Square Enix, da wurde es auch immer willst du mich verarschen? Weil das Einzige, was du gemacht hast. Flexi, warte mal, René ist gegen einen Balken. Ich bin nirgendwo gegengefahren. Flexi ist auf einmal von mir verschwunden. Okay. Du bist bei mir verschwunden. Es war immer noch ein dumpfes X gedrückt. Du hast nur immer noch X. Du hast nicht deine Magie ausgewählt. Ja. Wo ich jetzt sage, das nächste Final Fantasy, was jetzt rauskommt, warte ich jetzt erst einmal ab und guck mir ein paar Gameplay-Trailers rein, bevor ich da wieder sage, ich setze da 60, 70 Euro in den Sand. Das war genau dasselbe mit mir, mit Far Cry zum Beispiel, weil ich habe Far Cry 2 und 3 gespielt, fand ich sehr, also Far Cry 3 war ich sehr überrascht, war sehr geil, auch von der Storyline her, fand ich auch sehr, sehr cool, aber hatte auch schon ein bisschen war sehr gleich vom Gameplay her alles wie auch 2 und Far Cry 4 hatte ich mir dann auch geholt gehabt, weil ich dachte, komm, weißt du was, Himalaya mit den Elefanten, hat mich sehr überzeugt, wurde aber doch sehr, sehr enttäuscht von diesem Spiel, weil es doch nichts anderes war, im Prinzip war es genau das Gleiche mit den Basen. Mit den Basen alles und hast du nicht gesehen und das ging gar nicht. Also das war genau das. Deswegen bin ich auch so ein bisschen skeptisch, was jetzt Far Cry 5 dann angeht.
ob dann irgendwie da was Neues kommt. Ja. Ja. Also ich muss sagen, auch das, die E3 dieses Jahr hat mir sehr, sehr gut gefallen, was an Spiele angeht, was neue IPs aber so irgendwie angeht. Also es kommen sehr gute neue Spiele raus, wo ich sehr überrascht bin. Wo uns beiden ja die Kinnlade runtergefallen ist, ist ja immer noch das Add-on for the Crew. Oh ja, oh mein Gott. Okay, wir können wieder. Stellt euch ganz ehrlich, ab November machen wir so einen Ride auf einer Harley. Oh ja. Oh mein Gott, das bin ich dabei. Boah, da haben wir die Ubisoft-Pressekonferenz gesehen und wir haben beide gedacht, oh mein Gott, The Wild Run, alter Schwede, das Summit-Event. Ja, ich habe das ja verpasst, weil ich krank war. Ja, aber ohne Spaß, wir haben gedacht, what the fuck, Monster Trucks, Ducati, Motorräder und sowas alles etc. pp. Mit Dragon. Hammer. Oh, da war der Kommentar auf Facebook wirklich gut von Ubisoft. Stellt euch Polizeiverfolgung im Monster Truck vor. Ja, Alter. Das wird so der Hammer. Was ich bei diesen Spielen, ich war ja früher begeisterter Wrestling-Spiel. Also ich bin immer noch sehr großer Wrestling-Fan. Das hat ein paar Gründe, die ich jetzt hier nicht alle zusammenzählen kann. Wow, Vorsicht, komm. Bin genau reingefahren. Weißt du, die Wrestling-Spiele früher waren halt, du konntest das machen, was deine Helden da gemacht haben. Ja. Und da gab es halt extrem viele Möglichkeiten. Es gab Editoren, du konntest ein Moveset erstellen. Ja. Also aus allen Moves, die es gab, und das waren viele hundert Moves, die es gab, konntest du dein ganz eigenes persönliches Moveset. Du konntest Wrestler erstellen, du konntest Einzüge erstellen, wo du halt bei dem Einzug konntest du eine Musik erstellen von allen Wrestlern, die es gab, du konntest ein Bewegungsmuster, du konntest Pyrotechnik, Lichteinfall, Lichteffekte, alles einstellen. Mhm. Ja, es wird heutzutage und, so vieles rausgenommen. Und heute, das hat sich bis vor ein paar Jahren hat sich das fortgesetzt, da konntest du noch ganz andere Sachen machen, Arenen erstellen und dann gab es Matches, weißt du, den Parking Lot Brawl, wo du dich auf Parkplatz. Oh ja, das kann ich mich noch dran erinnern. Das war so cool. Im Umkleideraum geprügelt hast oder im Büro oder sowas. Ja. Ohne Scheiß, ich habe mir WWE 2K15, als das von 2K Games übernommen wurde, war ich sehr skeptisch, wo das weg von THQ gegangen ist. Mhm. So, und ich habe mir das 2K15 gekauft und dachte mir, wollt ihr mich verarschen? Die haben Matcharten rausgenommen, wo es nicht nur darum ging, irgendwas besonders Außergewöhnliches zu machen. Die haben einfach Matcharten rausgenommen, die elementar waren. Dann hattest du dann irgendwie 10, 12 verschiedene Matcharten. Davor waren es 25. Ja. Du hattest eine so begrenzte Auswahl an Wrestlern. Dann, weißt du, Wrestler, die eigentlich dazugehören müssen. Da gibt's halt immer, es gab immer viele Legenden, die noch dabei waren, weißt du? Und verschiedene Skins. Heute musst du dafür Kohle zahlen. Und was für welche? Ja. Oder du kriegst einen Wrestler oder zwei als Vorbestellerbonus. Ja. Beispielsweise, kennst du noch Sting? Das Sting-DLC von Dings, ja. Hat nur die PS4 bekommen. Ja. Hulk Hogan hat nur die Xbox bekommen. Ja, da wären wir aber wieder beim Thema, ne? Was kaufe ich und weiß ich, kann ich es freischalten oder nicht? Ne? Das ist das halt. Jo, und da war es so. Ja. Sting konnten die Xbox-Leute nie freischalten und Hulk Hogan die PS4-Leute nie. Ja, und das ist schon mal wieder ein Nachteil, wo ich sage, das ist auch ein bisschen wohl auch bei Bedingungen, die Spielekonsolenhersteller setzen beim Lizenzeinkauf. Ja. Die kriegen den, dann kriegen wir nur den. Da muss man auch ein bisschen denken. Und auch an diese Sache von wegen, ja, es kommt jetzt hier jedes Jahr neues Assassin's Creed raus oder das Spiel. Die Community, also die Zocker. Ja, die verlangen ja danach. Verlangen, die wollen sagen. Und ich sag dir, Vorsicht Bullen, ich sag dir ganz ehrlich was. Auf ein gutes Spiel, wenn mir der Spieleentwickler sagt, hier Leute, dauert noch 3 Monate, das ist das Problem. Jo, kein Thema. Guck dir The Witcher an. The Witcher, wie oft wurde das jetzt verschoben? 4-mal? 4-mal, glaube ich. Aber ganz ehrlich, die guten ist ein geiles Entwickler, Game geworden. Die guten Entwickler sagen, wir brauchen noch Zeit. Und die guten Publisher geben ihnen die Zeit. Also weil ganz ehrlich, die besten Entwickler und Publisher sind einfach die gar nichts sagen. It is done when it's done. Und das ist einfach ein Statement von Rockstar. Sagen, ist so. Ja, was ich ja halt sagen muss. Da ist es wieder bei DICE. Weißt du, DICE sagt, wir brauchen noch Zeit. EA sagt, hau raus den Scheiß. BioWare sagt, wir brauchen noch Zeit. EA sagt, hau raus den Scheiß.
Das wir ist kriegen doch genau die Kohle so oder so. Was noch kommt, verkaufen wir als DLC. Ja gut, das ist klar. Das war doch die Sache bei Mass Effect 3. Mass Effect 3, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich also Mass Effect 2 und 3 habe ich auf Konsole gespielt und auf PC gespielt. Mhm. Man hat gesehen den Unterschied. Mass Effect 2 kam auf PC ein halbes Jahr später raus. Mhm. Genauso wie Mass Effect 3. Und man hat da den Unterschied gemerkt. Die hatten ein halbes Jahr länger Zeit, um an dem Spiel zu arbeiten. Es ist besser geworden, es hat eine geilere Grafik gehabt, es hat ein viel besseres Gameplay gehabt wie auf der Konsole. Oh. Ich habe beide gespielt. Und ich habe es so, mir hat auf dem PC halt mehr Spaß gemacht. Und darum ist es auch für mich wieder ein Grund, ich baue mir jetzt wieder Stück für Stück einen Gaming-PC zusammen. Mhm. Schön 8-Kern-Prozessor, 16 GB Arbeitsspeicher. Mhm. Weißt du, was ich mir wünschen würde? Nee. Was denn? Die Entwickler sehen, es gibt eine Riesen-Community, die jedes Jahr nach einem neuen Spiel verlangt. Und ein paar Fortsetzungen geht das vielleicht gut, wie bei Assassin's Creed, wo sie schon nach Ezio angefangen haben, jedes Jahr eins rauszubringen. So, aber die müssen doch merken, dass auch ein sehr großer Teil dieser Community irgendwann merkt, Leute, die Qualität wird scheiße. Und dass sie mal auf diesen Teil hören und sich vielleicht noch ein, zwei Jahre Zeit nehmen für ein Spiel, und dann aber es viel mehr Leute kaufen. Warten wir mal auf Flexi. Ja, bin ein bisschen weiterhin am Unfall gehabt. Okay. Ja. Dann kaufen sie auch viel mehr. Ich muss aber dazu sagen, also jo, schade, dass Hideo Kojima und Konami sich zerstritten haben. Metal Gear Solid Phantom Pain sollte vor anderthalb Jahren sollte das erscheinen. Mhm. Hideo hat gesagt, dass es sein Projekt ist, sein Kind. Ich bringe das Spiel erst drauf, wenn es perfekt ist. Mhm. Der Mann ist ein Perfektionist und das hat Konami auch ein bisschen sauer aufgestoßen. Mhm. Weil Konami hat auf der PS4 noch kein richtiges Spiel draußen. Nein. Und da stoßt den sauer auf, weil Hideo Kojima lässt sich Zeit, weil der sagt, der hat, das wissen wir wenigstens, der hat die meisten Aktienanteile mittlerweile an Konami. Das stimmt. Und der sagt, Leute, nein! Das Spiel entspricht noch nicht meiner Vorstellung und solange das meiner Vorstellung nicht entspricht, bringe ich das nicht auf den Markt, weil viele brüllen danach, bring's raus. Ich habe meine Geduld. Ich sag, Metal Gear Solid Phantom Pain, braucht seine Zeit, es ist ein riesengroßes Open-World-Spiel. Die sollen sich so lange Zeit lassen, wie sie brauchen, bis sie ein perfektes Spiel rausgebracht haben. Ja, das, und dann hole ich das. Das wär's auch gewesen mit Silent Hills, aber... Ja. Leider, Gottes Namen, haben sich da verstritten und das wäre, glaube ich, der Horror schlechthin geworden, weil so ein Silent Hill ist jetzt, glaube ich, nie wieder Demo. Ja, PT war ja Teaser gewesen halt, playbarer Teaser und das war schon sehr beeindruckend, sehr, sehr beeindruckend. Ich glaube auch, dass Silent Hills, glaube ich, mit Point Morpheus gelaufen wäre. Ja, ich habe mir noch nie beim Teaser so in die Hosen gekackt. Es ist halt ärgerlich, es ist traurig, aber wer weiß, Hideo Kojima verhandelt ja schon wieder mit anderen Publishern, so wie ich ja gelesen habe, sei Square Enix jetzt momentan groß im Gespräch gewesen, Microsoft war groß im Gespräch. Ja. Mal gucken, bei wem er jetzt unterschreibt, alle wollen ihn haben. Ja, es ging ja das Gerücht um mit Microsoft, dass halt Microsoft exklusiv irgendwie arbeitet, aber ich glaube da noch nicht dran. Ich glaube nicht, dass Sony sich sowas nehmen lässt. Glaube ich nicht. Nee. Und wenn er auch Sony nicht unterschreibt. Vor allem, der will sein Produkt, sagen wir so. Wow. Ein Perfektionist will auch, dass alle anderen das anerkennen, so was warten. Er geleistet hat. Und da will er es nicht irgendeiner Community vorenthalten. So schaut's aus. Ja. Darum erscheinen ja all seine Spiele auf allen Plattformen. Mhm. Und Hideo Kojima, das ist halt dieses typisch Japanische. Mhm. Es soll gut sein. Es soll perfekt sein. Nein, genau. Und das ist Kojima. Mhm. Das ist ein wahres. Er steht dafür mit seinem Namen gerade. Ja. Jedes Spiel trägt für ihn den Namen Kojima Productions. Genau. Das ist und so, für ihn, das und ist, das ist, es ist bei Spielen ein Qualitätssiegel. Genauso wie LucasArts damals war. Ja. Als LucasArts noch eigenständig war, waren
die Star Wars Spiele auf dem PC oder andere Spiele waren bombastisch. Seitdem EA und BioWare damit drin hängen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ich bin Star Wars Fan. Warum? Ja. Du hast gerade gesagt, der ist ein Perfektionist, der steht ja mit seinem Namen gerade dafür. Was mir mal aufgefallen ist, es gibt eigentlich außer ihm fast keinen im Spielgeschäft, wo man ein Spiel oder ein Produkt so sehr mit einem Namen verbindet. Mhm. Weil weißt du, du sagst immer, die Entwickler, die Publisher, die kennt eigentlich jedes Schwein. Aber du weißt zum Beispiel Metal Gear Solid, Silent Hill, Hideo Kojima. Ja. Du weißt zum Beispiel Soundtrack. Soundtrack von Elder Scrolls, Soundtrack von Guild Wars, Jeremy Soul. Du hast selber gesagt, dir gefällt der Soundtrack. Ich liebe den Soundtrack. Ich habe den Soundtrack auch, ich finde das sehr auch cool. Geil. Der Soundtrack von diesen Spielen ist so Künstler. Episch. Das sind die Künstler bei den Videospielen. Ja. Team. Steam Gabe Newell. Das ist genauso wie die Grafikdesigner oder beziehungsweise die Levelfeststellen und alles. Das ist einfach die dahinter stecken. Nein. Gut, Nintendo kennt vielleicht noch, wer hier den Zelda-Typ, mir fällt der Name nicht ein, das ist halt ein Japaner-Name, aber den kennt auch jedes Schwein eigentlich. Aber sonst oder fällt euch da wirklich viel ein? Nicht viel, ehrlich gesagt. Nintendo war nie so ganz meine Welt. Nein, ich meine allgemein. Allgemein. Also Kojima, Jeremy Soule, Gabe Newell, LucasArts vielleicht ja noch. Der fängt ja jetzt wieder mit seinen Steam-Sales an und das Summer-Sales beginnen ja jetzt. Ja, ich weiß. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wo dann Spiele bis zu 90% billiger sind. Viele Indie-Games haben mich dieses Jahr auch wieder immer wieder noch mehr wie letztes Jahr schon. Letztes Jahr hatte ich schon angefangen mit Indie-Games, aber dieses Jahr haben mich Indie-Games noch mehr überzeugt, weil einfach Indie-Games viel, viel mehr Ideen auch haben und viel mehr Innovation. Die sind mutig. Genau, die mutig sind, die großen Entwickler Konzept nicht bringen, genau. Wo zum Beispiel No Man's Sky, wenn ich jetzt, Stößchen. No Man's Sky, das ist ein 4-Mann-Entwicklerstudio. Es gibt Spiele, kleine Spiele, wenn ich dich mal kurz unterbrechen darf, alleine bei No Man's Sky hat mich überzeugt bei dem ersten Trailer, wie man von einem Weltraum aus ein neues Sonnensystem bereist und dann vom Weltraum aus auf einen neuen Planeten landet, ohne Ladezeiten. Das hat mich so überzeugt, das ist unglaublich. Wo findet man sowas, wo man von einem Weltraum, der riesig ist, das ist ja so groß, dass man wirklich landet auf diesem Planeten und dann ohne Ladezeiten einfach alles sieht wieder. Das ist unglaublich. Ich muss dazu sagen, wo es hier so von kleinen Entwicklerteams reden. Angry Birds kennt ja jeder von euch. Ja, klar. Das haben zwei Leute entwickelt auf dem Handy, für ein Handy. Mhm. Und haben jetzt mittlerweile ein riesengroßes Imperium. Was gibt es alles von Angry Birds? Das musst du dir mal sagen. Ja, okay, gut, wenn du das hast, da ist mir einer noch eingefallen. Notch. Minecraft. Ja. Ja. Der hat jetzt Minecraft für ein paar Milliarden an Microsoft. Der ist von jetzt auf gleich Milliardär, der Typ. Aber klar. Was der alles. Guck doch mal das Programm an, das Franchise. Bei uns Elbenwald, der Laden, weißt du, der ist zur Hälfte, also ein bisschen Star Wars, ein bisschen Harry Potter und zur anderen Hälfte ist das Minecraft. Mhm. Komm, wenn ich bei uns bei Saturn reingehe, da kann ich Minecraft, da kann ich die ganzen Figuren kaufen. Ja, da kann ich Schlüsselanhänger. Ja, alles. Mützen, T-Shirts, Taschen, Tassen, alles. Ja. Ey, es gibt mittlerweile, obwohl ich sagen muss, Jawohl, wir sind da. Seattle, Space Needle ab. Was? Bist du Space Needle, komm, fahr mal noch. Was ich sagen wollte, Skype zum Beispiel. Skype, das wurde von 5-6 Studenten entwickelt, damit die untereinander kommunizieren können. Ja. Microsoft hat Interesse dran gezeigt damals. Hat den das von Schweden für ein paar Milliarden abgekauft. Ja. Die haben heute keine Sorgen mehr. Nee. Was ist mit WhatsApp? WhatsApp, das wurde auch von einem kleinen Unternehmen entwickelt. Ist benutzt. Also von Facebook für ein paar Milliarden gekauft. Ja. Fahrt mal ein bisschen weiter links, müsste gleich, Moment. Müsste gleich eine Einfahrt kommen, warte mal. Ich hab da noch was Schönes gefunden, warte mal. Und zwar müsste es
hier sein. Ja, hier sind Parkplätze. Guck mal hier, Mädels. Boxenstopp. Ja, Boxenstopp. Machen wir hier irgendwo einen Park wie hier. Guck mal hier. Ach, geil. Schön einfach. Will wer Assi parken? Wo ist der Behindertenparkplatz? Die gibt's hier nicht. Jawohl, Boxenstopp. Sehr schön. Jawohl. Warte mal, ich stelle mich mal. Es ist heutzutage wirklich. Ich wollte eigentlich gerade. Faszinierend. Warte, ich jawohl. Sehr schön. Was so ein kleines Entwicklerteam reißen kann. Ja. Quizduell zum Beispiel. Quizduell, das ist auch so eine Sache. Handy, du spielst immer gerne zu. Oder mittlerweile live im Fernsehen. Ja, ja, das stimmt. Es sind halt so diese kleinen Sachen, so, wo ich den Entwickler gegenüber einen Hut abziehe. Die haben was rausgebracht, was die Leute feiern. Aber ich würde sagen, das Thema bearbeiten wir in der nächsten Folge Boxenstopp, oder? Jo, machen wir das. Bis dann. Okay, und ich bin jetzt gerade perfekt. Also, ich hatte keine Ahnung, was ich mache. Plötzlich stehe ich drin. Bis zum Thema Boxenstopp. Ciao.